Oh, nein, nein! Fuck! Ja, okay, aber es ist nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm. Doch. Nein. Doch, es ist schlimm. Es ist schlimm. Also Leute, seid wirklich gespannt aufs Endergebnis. Das kann ich euch, das lege ich euch ans Herz. Hey Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, ich hoffe natürlich, meine Haare sitzen gut, ne? Oder? Passt das heute? Kann man mitarbeiten, ne? Ich hoffe natürlich, euch geht es gut. Heute, ich freue mich so darauf. Man muss sagen, man muss hier ganz klar mal Juri erwähnen, weil er auf die Idee gekommen ist oder das Ganze gesehen hat. Und zwar haben wir uns gestern Abend oder vorgestern Abend mega viele Videos reingezogen, wie so Leute so eine Technik angewendet haben, die nennt sich Hydro-Dipping, ne? Hydro-Dipping, genau. Und zwar haben wir Schuhe gesehen, Computer, Handys. Das ist halt so eine Technik, damit kann man Gegenstände verfärben. Und ihr habt es wahrscheinlich am Titel auch schon gelesen. Wir versuchen heute mal wirklich richtig nice goldene AirPods zu kreieren, die dann am Ende auch, wie immer jetzt, über meinen Instagram-Account, da heißt Alex Wie, verlost werden. Ihr müsst einfach immer dann auf die Story antworten und irgendwer kriegt die dann. Hier haben wir die AirPods, ne? Also, das sind AirPods. Ihr seht schon, wir haben eingekauft und ich glaube, es ist wichtig, dass ich euch vorher mal so ein, zwei Sachen zu dieser Technik erkläre. Ich bin jetzt auch noch kein Profi, aber ich gebe einfach mal mein Bestes. Wir werden das halt erstmal mit den AirPods versuchen und dann später auch noch mit anderen gehen. Ihr könnt gerne mal Ideen dafür in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall geht es darum, in diese Box kommt gleich Wasser rein. Dann werden diese verschiedenen Sprayfarben hinzugegeben und in diesem Wasser ergibt sich dann ein Muster. Und wir machen das heute mit Gold und Weiß. Das heißt, wir haben später so gold-weiße AirPods. Allerdings soll Gold auf jeden Fall überwiegen. Dann werden diese AirPods da reingetunkt. Einmal das Case und einmal auch die einzelnen Pods oder wie man sie auch immer nennt. Pods, ja. In ihr Kopfhörer, sagen wir es mal so. Und dann schauen wir mal, wie das am Ende aussieht. Und ich bin richtig gespannt, denn ich glaube, es könnte cool aussehen. Hoffen wir es mal. Also ich würde sagen, ich baller da erstmal ein bisschen Wasser rein und dann komm, willst du mitkommen eben? Guck mal hier vielleicht, hier haben wir gestern mal so ein bisschen geübt. Ne? Wir haben das schon mal gemacht, allerdings ist das jetzt eher weniger nice geworden. Ne? Wobei, wer hat schon so einen Glasreiniger? Meinst du, es reicht schon? Bis oben hin. Bis oben hin. Oh, ganz schön schwer. Okay. Bei 8000 Likes machen wir das mit einer ganzen Playstation, oder? Safe. Und dann irgendwann mit iPhone 11. So, alles klar. Wichtig ist jetzt erstmal, wollen wir dafür rausgehen oder soll ich hier drin sprayen? Das stinkt halt, ne? Auf jeden Fall, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist das Case und auf die AirPods abzukleben. Das heißt, dass da kein Wasser eindringen kann. Das mache ich mal eben. Muss man das hier abziehen? Man lass mal erst das Case machen, ne? Ja, ja, klar. Ich brauche immer so ein AirPod abziehen. Also Leute, wir haben das jetzt gerade hier alles abgeklebt, sofern man das sehen kann. Damit halt gleich kein Wasser reinkommt, werden wir die ins Wasser tunken. Und was man noch dazu sagen muss, wir haben auch hier die Kopfhörer abgeklebt. Das war echt ziemliche Millimeterarbeit. Ich bin noch mal gespannt, ob das wirklich cool aussieht, weil wir sind die Ersten, die das machen. Ich habe noch kein einziges Video gesehen, wo das jemand versucht hat. Deswegen, wir hoffen mal, es klappt. Sagen wir so, wir versuchen es. Das Case wird auf jeden Fall klappen. Und dann haben wir goldene AirPods. Let's go. Achso, was wir jetzt als erstes machen, ist ganz, ganz wichtig. Wir gehen auf den Balkon und sprayen das hier mit weißer Lackfarbe an. Hier ist weiße Lackfarbe, damit halt eine matte Oberfläche entsteht, damit die andere Farbe haften kann. Und das machen wir jetzt mal. Mach's am besten direkt im Eimer. So Leute, also, bitte. Jo. Meinst du, es ist noch nicht trocken? Okay, jetzt kommt's drauf an. Ihr kriegt das wahrscheinlich gar nicht so mit, aber es ist ein verdammt aufwendiges Video, also was wir hier schon alles gemacht haben. Deswegen, jetzt kommt's drauf an, wie schon gesagt, wir ballern jetzt erstmal ordentlich Gold rein, weil wir wollen ja dann Gold-AirPods haben. Das wäre schon ganz nice. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, ready? Lego. Und? Alter, das spritzt, Digga. Ja, aber das ist ja nur Wasser. Wie gesagt, das ist unser erster Versuch, deswegen nehmt's nicht... Und jetzt wieder Gold, genau. Ja, aber das sieht schon, könnte schon nice werden. Hä? Also Leute, wir haben jetzt hier das Muster.
und wir checken jetzt mal, ob es klappt. Ganz langsam rein, damit sich die Farbe auch gut anheften kann. Ready? So. Schneller, schneller, schneller. Rein, unten rein tun. Genau, jetzt lass es. Ich kann, unten kann man ja sehen. Dreh das mal. Unten. Okay, naja. Bin ich mal gespannt. Aber es sieht schon ganz cool aus eigentlich. Ist halt mehr weiß als Gold, ne? Oh, stimmt, du hast recht. Ja, wir können ja gucken, wie das gleich mit Klarlack aussieht. Ja, jetzt müssen wir halt noch ein bisschen das abziehen, ne? Oh, guck mal, meine Hand. Also wenn das halt dann klar ist und man es vielleicht noch so ein bisschen abschleift, könnte das auch ganz gut aussehen, oder? Warum lachst du? Digga, guck mal, meine Finger. Und auch? Ja, nicht ganz los. Ich glaube, der hat gar nichts abbekommen, oder? Bitte? Wir haben mehr weiß als Gold. Ich würde nochmal reintun. Hm? Ja. Jetzt raus? Ja. Oh, nein, nein! Fuck! Ja, okay, aber es ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Doch. Nein. Doch, es ist schlimm. Es ist schlimm. Das sind hier Nudeln. Jetzt machen wir noch goldene Nudeln. Ich würde jetzt, nur weil das jetzt so ein bisschen komisch aussieht, das heißt noch gar nichts. Glaub mir. Also Leute, seid wirklich gespannt aufs Endergebnis. Das kann ich euch, das lege ich euch ans Herz. Okay. Das hält, das fällt sehr viel rein. Ja, das hält. Der ist null Gold. Klar ist der Gold. Willst du es bei dem Muster so lassen? Ja, hol mal so raus. So, und jetzt muss das trocknen. Okay, die sehen doch ganz geil aus. Ja, finde ich auch. So war ich schon mal ganz gut. Wir föhnen die jetzt noch ein bisschen, weil die sind noch ziemlich nass und auch die Farbe ist noch nicht ganz trocken. Dann polieren wir die ganz leicht und dann kommt noch Klarlack drüber. Und dann hoffen wir, dass es geil aussieht. Aber an sich so, ich bin halbwegs zufrieden. Die nächste Folge drehen wir auf jeden Fall draußen, weil ich glaube, das ist auch nicht so gesund, ne? Nee, das war absolut falsch. Das ja, ja. Also, wir sind ein schlechtes Vorbild. Trotzdem kommt jetzt hier noch Klarlack drauf. Dann werden die Dinger wieder befreit von diesen Gummiteilen, damit halt kein Wasser reinläuft. Bist du ready? Ja, muss reichen, Mann. Guck mal, jetzt trocknet das noch. Kurz füllen. Stunden später, Leute, wir haben das Ganze jetzt noch draußen trocknen lassen, weil es halt einfach irgendwie nicht trocken wurde mit dem Föhn. Jetzt ist es allerdings trocken und jetzt können wir das Ganze von diesen Gummiteilen befreien, die wir halt da drum gemacht haben. Habe ich ja am Anfang schon ganz viel zu erklärt. Ich würde sagen, wir starten hier mal mit dem Case. Ach, guck mal, hier ist es schon automatisch ab und du hast ja gesagt, man muss es richtig gründlich machen. Aber guck mal, eigentlich sieht es doch ganz gut aus, oder? Ja. Ja? Ja, also natürlich jetzt nicht perfekt, aber ich finde es jetzt nicht schlimm, also es fällt ja nicht auf. Okay, und dann kommen jetzt hier die Dinger ab. Füll mal hier rein. Zack. Der hier auch noch. Was man halt sagen muss, meine Finger sind komplett gefickt. Also, ja, ihr könnt es ja sehen. Und das hier ist das Letzte. Oh, hinten am Case auch. Ja. Wenn man es jetzt auf weißen, was sagst du? Also, ich habe es ja schon gesagt, es ist unser erster Versuch. Deswegen, es geht auf jeden Fall besser. Also, wir hätten es, glaube ich, noch besser hinbekommen können. Ich bin allerdings zufrieden. Also, sieht jetzt nicht mega scheiße aus. Ist halt ein cooler Farbverlauf so. Und wer hat bitte solche AirPods? Und jetzt kommen wir halt hier noch zu den Kopfhörern. Das wird jetzt, glaube ich, die schlimmste Arbeit. Das geht eigentlich. Zack. Okay, meine Hände kleben jetzt brutal. Es war echt mega Arbeit. Wie lange haben wir dafür jetzt gebraucht? Also schon ein paar Stündchen, ne? Ich glaube, es liegt aber auch daran, weil es so viel Fingerarbeit war. Bei der PlayStation, die wir dann vielleicht vorhaben, bei 8000 Likes oder einem iPhone, eventuell irgendwann mal, lasst einen Daumen nach oben da, dann machen wir das. Und hier kommen jetzt die Beauty-Shots von den AirPods. Einmal vielleicht vorher und dann nachher. Und ich bin auf jeden Fall zufrieden. Wie gesagt, schaut bei Instagram vorbei, da sind die jetzt gleich in meiner Story. Könnt ihr darauf antworten. Und irgendwer wird dann kontaktiert, dass er gewonnen hat. Und dem schicke ich die dann zu. Ich hoffe, er freut sich oder sie freut sich. Und jetzt ab mit den Beauty Shots. Let's go!
unten im Video abonnieren, liken. Morgen um 19 Uhr sehen wir uns wieder. Instagram Alex V. Haut rein, Glocke aktivieren. Ciao.